Kennst du vielleicht irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Kennst du irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Nun, da ist also die Geschichte vom Geheimnis von Bulky Island. Wir waren eine Mannschaft von zwei Männern unter dem Kommando von Big Jake McMoloch, dem mächtigsten Kapitän der Meere. Eines Nachts hörte Captain Jake im Hafen die Geschichte von einem riesigen Schatz, der irgendwo auf Bulky Island vergraben sein soll. Wir setzten Segel, erreichten die Insel innerhalb von 14 Tagen und fanden den Schatz am nächsten Morgen. Bulky Island? Wo liegt denn das? Bulky Island? Wo liegt das? Du wirst es auf keiner Karte finden. Captain Jake nahm die Position des Schatzes mit ins Grab. Oh, es war ein wunderbarer Anblick. Eine gewaltige Kiste aus solidem Gold. Big Jake sprang in das Loch und warf seine sehnigen Arme um die Kiste, nahm seinen Mumm zusammen, zählte bis drei, füllte seine Lungen und zog mit all seiner Kraft. Das Knacken seines Rückens ließ selbst die härtesten Männer seiner Besatzung das Gesicht verziehen. Bei Einbruch der Nacht lagen wir alle am Strand und wandten uns vor Schmerzen. Oh nein! Warum habt ihr nicht aus den Knien gestemmt? Warum habt ihr es nicht in Gruppen von drei oder vier gemacht? Warum habt ihr keine Seile und Winden benutzt? Warum habt ihr das Loch nicht geflutet und die Kiste raustreiben lassen? Das wäre was für Schwächlinge gewesen. Oh. Der Pirat Angus McAxe war uns nach Bulky Island gefolgt und wollte den Schatz für sich. Der Schwächling benutzte einen Hebel, schnappte sich die Kiste und lachte uns aus, während er sie zu seinem Schiff trug. Und mein stolzer Captain starb völlig verspannt, während er sich dafür verfluchte, dass er nicht stark genug war. Oh. Sag mal, Haggis, würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Armdrücken? Football nach australischen Regeln? Der 500 Meter Eimer voller schwerer Steine Hindernislauf? Oder dir beim Umzug helfen? Ein Voll aufs Maul ohne Fluchtmöglichkeit im Käfig, Nahkampf auf Leben und Tod? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit, dem Stammwurf. Oh. Was um alles in der Welt ist denn ein Stammwurf? Ist das so ein merkwürdiges Wetterritual? Oh, in der Schule war ich beim Stammwurf immer der Schlechteste. Hey, klingt toll, fangen wir an. Nimm das! Ja, was ist denn das überhaupt? Was um alles in der Welt ist ein Stammwurf? Der Stamm ist ein großes Stück Baum. Oh. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Ja, das klingt ja toll. Dann fangen wir mal an. Klingt toll. Fangen wir an. Oh, 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 oh. Ich würde niemals einem so schwachen Kapitän folgen. Ja, das ging ja richtig nach vorne, würde ich sagen. Huch. Ja, quatsch mal nochmal. Haggis, das ist aber mal ein ungewöhnlicher Name, mein Jungen. Haggis, das ist mal ein ungewöhnlicher Name. Ich vermute schon, aber Haggis ist nur ein Spitzname. Mein richtiger Name ist Herz, Leber und Niere, gekocht im Magen des Tieres McMutton. Oh, deine Eltern hatten also ein Mädchen erwartet. Hi. Oh. Was ist denn das eigentlich für ein blaues Zeug in dem Glas? Ah, der gute alte Kammsaft. Ist eine feurige Brühe, in deren vergorenen Schaum schon manch Seemann seinen Meister gefunden hat. Es verbrennt dir die Kehle, es sei denn, du spülst mit Haarfestiger nach. Kammsaft? Und das da oben in der Decke, ne? Das ist wirklich eine hübsche Schere. Ei, es ist meine beste. Die schneidet durch fast alles. Warum steckt sie in der Decke? Manchmal schneide ich die Haare mit solch unglaublicher Geschwindigkeit, dass mir die Schere aus den Fingern gleitet. Oha. Könnte ich mir die Schere vielleicht mal für eine Minute leihen? Tut mir leid, nein. Sie hat einen zu großen Wert für mich. Oh. Weißt du, die schneidet nämlich fast alles durch. Ja, ich glaube, das erwähntest du bereits.
Also wenn ich bedenke, was ich alles mit der Schere anfangen könnte. Ei, die Schere ist einfach zu gut. Erwähnte ich bereits, wie hübsch die Schere ist? Hast du. Und es stimmt wirklich. Es ist die beste, die ich je hatte. Und sie schneidet alles durch. Oh, bitte, lass mich die Schere ausleihen. Tut mir leid, Nate. Och, Menno. Na gut, dann, ich könnte auf jeden Fall einen Haarschnitt vertragen. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen. Setz dich, Bürschchen, und ich verpasse dir einen feinen Schnitt. Super, da freue ich mich. So, können wir vielleicht den Briefbeschwerer hier nehmen? Ich komme nicht ran. Ich stehe zu niedrig. Okay, dann am Hebel hier. Lalalala, vielleicht jetzt. Na? Ach, hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, mal schnell hebeln. Und hebeln. Und hebeln. So, kommen wir jetzt daran. So, und wieder runter. Hui. Puh. Ich habe die ganze Insel abgesucht und konnte keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Ich sollte mir deinen Haarschnitt dann wohl mal näher betrachten. Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Hört sich schmuddelig an. So, tschüss. Und mit der Schere können wir jetzt hier einfach mal durch die Tür da latschen und kommen hier wieder raus. Ne, also das war da drüben so. Und damit war das jetzt, Mist, weiß ich gar nicht mehr. War das jetzt so zufällig? Lalalala. So, Hecke weg. Und so sieht's jetzt aus. Nein, du sollst noch gar nicht da lang latschen. Ach Mensch, der Guybrush, das ist ja wieder so einer. Hallo? Hallo? Ach Mensch, guck mal hier, Crossing. Ein Golfschläger, ein Kasten, ein Stock, eine Flasche, eine Machete, ein Gerät, ein noch ein Gerät. Und ein Schild. Was mag denn das Schild bedeuten? Kreuzende Schlangen. Welchen Schaden könnte denn eine Schlange... Nun, das ist nicht gut. Das stimmt wohl. Können wir das Schild jetzt noch lesen? Riesige, menschenfressende Schlange. Ah. Dieses fantastische Reptil ist eines der gefährlichsten und schönsten Raubtiere von Plunder Island. Ja, von innen auch sehr schön. Ein nährstoffreiches Frühstücksmüsli. Ich kann nicht sehen, was das ist. Ach ja, entschuldige. Aber ich wette, es ist eine Schachtel voll mit Kleiemüsli. Mit dem höchsten Nährstoffgehalt, den man rezeptfrei bekommen kann. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie jetzt noch mehr Geschmack von lebenden weißen Mäusen beigefügt haben. Und hier noch ein Schlangenschläger. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich bin sicher, es ist ein Neunereisen. Oder Schlangenex vielleicht? Ich kann sie nicht sehen, aber ich wette, es ist Schlangenverscheuchungsmittel der Marke Schlangenex. Und hier noch ein Schlangenschlagstock. Ich wette, das ist ein großer Stock. Genau die richtige Größe, um damit eine Schlange zu verdreschen. Oder da vielleicht eine Schlangenmachete. Ich glaube, es ist eine Machete, die scharf genug ist, auch durch die größten Reptilien zu schneiden. Mann, sowas Praktisches. Schlund des Lebens. Ich glaube, das ist der Schlund des Lebens, der mir wirklich aus dieser Schlange heraushelfen könnte. So, aber wie kommen wir da jetzt ran? Können wir das nehmen? Ich komme nicht dran. Mist, aber vielleicht ans Müsli. Ich komme nicht dran. Mist, vielleicht an den Schlangenschläger. Ich komme nicht dran. Haben wir denn hier irgendwas? Ein Fabergé-Ei haben wir an der Schlange. Es ist ein
unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. So, wer nicht weiß, was es ist, einfach mal googeln, dann wisst ihr Bescheid. Wir versuchen das mal zu nehmen. Bäh. Staubsaugerzubehör haben wir ja noch. Es ist ein kompletter Satz Staubsaugerzubehör. Mensch, und so günstig, gleich mitnehmen. So, jede Menge Zeug. Was haben wir denn da? Nehmen. Aha. Was haben wir denn da jetzt? Einen Kaffee haben wir gefunden. Und Eier und leckere Wurst und Pfannkuchen. Und Pfannkuchensirup und Naturalistenüberreste. Ein Ersatzreifen auch noch. Und ein Stoffkutterköter. Haben wir den hier gerade gefunden? Ich glaube ja. Ein Reservierungsbeleg. Ach, hör auf. Cool. Es ist ein Reservierungsbeleg für Blondbarts Hühnchenrestaurant. Ja, da haben wir es ja. Und ein leckerer Kaffee in einer Tasse, die ich auch gerne hätte. Es ist eine große, dampfende Tasse Kaffee. Lecker. Und ein paar Frühstückseier. Zwei Eier, beidseitig leicht angebraten. Ja, die habe ich auch. Eine Wurst ist hier auch noch. Oh, dicke, fette Wurstscheiben. Ja, und köstliche Pfannkuchen. Es ist ein Stapel großer, lockerer Pfannkuchen. Nam. Kann man die essen? Sie sind bereits teilweise verdaut. Ach, egal. Rein damit. Hier, die Wurst vielleicht. Nein, danke. Ich bin ein Pirat, der sich Gedanken um gesättigte Fette macht. Ach, na gut. Aber die Eier sind doch nahrhaft und gesund. Sie sind bereits teilweise verdaut. Naja, sieht aber noch gut aus. Der Kaffee vielleicht. Dass ich in der Schlange stehe, macht mich schon nervös genug. Na gut, Pfannkuchensirup vielleicht. Ahorn. Können wir den vielleicht benutzen mit dem Pfannkuchen? Die Pfannkuchen sind bereits teilweise verdaut. Sirup würde nicht mehr helfen. Das verstehe ich. Können wir den vielleicht essen? Sirup? Ohne alles? Ja, stimmt schon. Naturalistenüberreste, können wir die vielleicht essen? Ich bezweifle, dass er viel zu sagen hat. Na gut, können wir die angucken? Es sind die Überreste eines Mitglieds der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Diese Jungs sind echt einsatzfreudig. Ja, bis zum Schluss. Kann man die benutzen? Nee, ne? Das ist ekelhaft. Ja, tut mir leid. Ich muss doch alles probieren. Das ist doch ein Adventure. Ein Ersatzreifen. Er hat ein gutes Profil, das griffig auf der Straße liegt und nicht wegrutscht. Super. Können wir mit dem sprechen? Wahrscheinlich eher nicht. Nein. Ja, habe ich mir gedacht. Vielleicht aber benutzen. Ich habe keine Verwendung dafür. Ein Stoffkutterköter. Er hat ein kleines Hemd an, auf dem steht, ich habe in Big Whoop auf den Putz gehauen. Aha. Können wir den benutzen? Er ist kuschelig, aber ich will endlich aus dieser Schlange heraus. Ja, tut mir leid. Das Fabergé-Ei vielleicht. Es ist ein unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. Ja, können wir das benutzen? Ich will es nicht zerbrechen. Das verstehe ich. Essen geht wahrscheinlich nicht so. Es ist unbezahlbar. Ich kann es nicht essen. Das geht schon. Staubsaugerzubehör. Es ist ein kompletter Satz Staubsaugerzubehör. Und alte Telefonbücher sollte man immer dabei haben. Die gelben Seiten von Plunder Island. Kann man da vielleicht durchblättern? Kein Telefon. Ach, na gut. Eine Enzyklopädie. Es ist Band C und er ist größtenteils verdaut. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Was für ein völlig belangloser Schund. Na, wer weiß. Streng geheime Pläne. Wenn die in die falschen Hände geraten würden. In meine zum Beispiel. Dann öffne doch mal. Sie sollten nur für gute Zwecke benutzt werden. Schade. So, ansonsten haben wir noch die Ipekakblüte, die ja Kotzerei verursacht. Das ist eine Ipekakblüte. Kotzerei. Wir sind in einer Schlange und müssen raus und wir haben etwas, was Kotzerei verursacht. Ui, ich wette, die schneidet alles durch. Ich gucke nochmal schnell die Items durch hier. Es ist ein Stein und außerdem ein Briefbeschwerer. Sehr gut. Können wir die benutzen? Ich kann die Blüte nicht alleine benutzen. Wie, nicht alleine? Nein. Können wir die mit Pfannkuchen oder irgendwas benutzen? Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Mischen. Sirup. Es ergibt Ipekak-Sirup. Erscheint logisch. Okay, also mal gucken. Es ist ein Sirup aus Ipekak. Sowas wird auch im Krankenhaus benutzt. Ich weiß ja nicht, in welchem. Können wir das jetzt benutzen? Jetzt, wo ich in der Schlange stehe, ist mir schon übel genug. Okay, haben wir hier noch irgendwas in der Schlange? Nee. Oder warte mal, probieren wir mal was anderes. Können wir vielleicht sowas machen. Das hat ja gut geklappt.